Relikant ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Gestein und existiert seit der dritten Spielgeneration. Relikant ist ein braun-beige gefärbtes Pokémon. Es besitzt einen beigen Kopf mit sehr schmalen Augen. Sein Mund ist zahnlos, was auf eine filtrierende Nahrungsaufnahme hinweist. Außerdem besitzt es einen kleinen Auswuchs am Kopf. Direkt hinter dem Kopf liegt ein roter Punkt. Relikants Rumpf weist eine braune Färbung mit beigen Flecken auf, die kein spezielles Muster bilden. Es besitzt zwei Brustflossen und dahinter drei im Dreieck angeordnete Bauchflossen. Am Rücken befindet sich eine gescheckte Rückenflosse und im Anschluss eine sehr breite Schwanzflosse. Relikants ganzer Körper ist mit Schuppen bedeckt, die durch den großen Druck des Wassers hart wie Stein sind. Und in seiner Shiny-Form wirkt der beigefärbt und stark aufgehellt und die üblicherweise braunen Schuppen sind hellblau gefärbt. Relikant ist ein eher träges Pokémon, welches sich jedoch durch einen sehr robusten Körper und entsprechend hohe Verteidigungsfähigkeiten auszeichnet. Es rückt Feinden mit seinem sehr harten Körper und Attacken wie Kopfstoß oder Bodycheck zu Leibe und kann ihn mittels Härtner noch robuster machen. Auch andere Gesteinsattacken wie Felsgab oder Antikraft weiß es einzusetzen. Letztere verweist auf seine urzeitliche Ursprünge. Zusätzlich kann es Wasserattacken wie Aquaknarre und Hydropumpe einsetzen. Eine mögliche Fähigkeit, die es besitzen kann, ist Wassertempo. Diese Fähigkeit steigert seine Initiative bei Regen. Eine andere Möglichkeit oder eine andere Fähigkeit, die es haben kann, ist Steinhaupt. Dadurch verhindert es Schaden, der durch Rückstoß entsteht. Und seine versteckte Fähigkeit, die es haben kann, ist Robustheit, wodurch es Schutz gegen K.O.-Attacken hat. Relikant lebt im Wasser, tiefer Meere, ist jedoch bisweilen auch an unwegsamen Ufergebieten wie der Felsenküste von Pony in Alola anzutreffen. Sein Körper ist mit steinharten Schuppen bedeckt, welche es gemeinsam mit seinen Körperfettreserven vor dem enormen Wasserdruck in der Tiefsee schützen. Es bewegt sich hauptsächlich schwimmend fort, kriecht jedoch mit Hilfe seiner Flossen auch über den Meeresboden. Es ernährt sich dort mit Hilfe seines zahnlosen Mauls von eingesaugten Mikroorganismen. Es ist bekannt, dass Relikant bereits vor 100 Millionen Jahren gelebt hat und sich seither kaum veränderte. Es galt als ausgestorben, bis Tiefseeforscher das seltene Pokémon auf einer Tiefsee-Expedition zufällig wiederentdeckten. Sein Name ist eine Anlehnung an seinen Entdecker. Da seine Form unverändert blieb, gilt es vielen als vollendete Lebensform. Dabei hat Relikant keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seiner Typenkombination aus Wasser und Gestein nimmt es Viertelschaden gegen Feuerattacken, halben Schaden gegen Normal-, Flug-, Gift- und Eisattacken, doppelten Schaden gegen Kampf-, Boden- und Elektroattacken, vierfachen Schaden gegen Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden.